Hallöchen, meine Sangeseulen, und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Ich bin mal ganz frech und sag mal zum Finale, denn länger als zwei Folgen dauert das vermutlich nicht mehr. Also, oder? Es wäre jetzt irgendwie eigenartig. Wir sind jetzt direkt beim. Sie ist ja nicht der Endgegner, aber ihr wisst schon, was ich meine. Von ihr aus scheint das ganze Böse auszugehen, oder sie hält irgendwie die ganzen Fäden in der Hand. Und hier zu sein fühlt sich einfach definitiv nach Finale an. Wir werden aber sehen. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich der Zahle bin? Nein, ich bin der Zahle. Und wir müssen jetzt hier diese Vase kaputt machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder? Oh. Mir wäre lieber gewesen, wenn sie weiter singen würde. Oder wenigstens versuchen würde uns zu... Oh Gott, sie ist weg. Ach du Scheiße. Ah, das ist aber gar nicht so gut. Vermutlich sind wir hier aber trotzdem gerade sicher. Allein schon mal um die... Au. Boah. Jetzt hast du mich aber gerade kurz geschockt. Da müssen wir in der Aufnahme dann angucken, ob da nicht wirklich jetzt jemand war. Wisst ihr, was ich meine? Ob das nicht wirklich die Tante rechts gewesen ist. So ganz kurz. Mit unserem Herz schaut's gut aus. Also, was den Herzschlag angeht. Das ist auch so fies, weil die genauso aussieht wie die ganzen... Geisha-Puppen hier. Die ganzen Kimono, da die Kimono-Kleiderständer. Sollen wir versuchen, direkt hier runter zu springen? Bringt das was? Nee, das bringt uns nur den Tod. Wie die ihren Gesang in die Musik eingearbeitet haben, ist halt auch echt richtig gut. Müssen wir hin. Die kommt doch da bestimmt gleich aufgetaucht. Die kann eigentlich nicht aufgetaucht kommen. Die kommen nicht. Jedenfalls nicht so plötzlich. Wisst ihr, warum ich mir da so sicher bin? Ich sage euch gleich, warum ich da so sicher bin. Weil die mit ihrem Klack-Klack, mit ihrem Zaubertrick uns nur angucken muss, dann sind wir sofort weg. Und dann können wir gar nicht fliehen. Boah! Boah! Das Licht hat uns auf einmal ausgemacht. Alter. Überall die Puppen und eine von denen ist die echte. Uah. Alter. Ach Gott. Gänsehaut. Gänsehaut, Gänsehaut. Aber was sonst? Ich versuch's mal ohne Licht. Laufend. Wir können uns also irgendwo verstecken vor ihr. Wir müssen uns jetzt in der kurzen Zeit, die wir haben, müssen wir uns irgendwie vor ihr verstecken.
Es geht gar nicht anders. Oder müssen wir uns ihr stellen? Nee, müssen wir nicht. Gesehen habe. Okay. Bringt es dann also insgesamt was? Oh. Wir uns einfach insgesamt komplett da durchschleichen, weil sie uns nicht hört. Es gibt keine Möglichkeiten, dass wir uns verstecken. Sie sieht uns einfach jedes Mal. Ich gehe jetzt mal oben rum. Nee, es bringt einfach gar nichts. Verrückt. Was ist zu tun? Versuch mal zu laufen, sobald die auftaucht. Boah. Boah. Der Sound. Also, wenn du mich fragst. Kommt hier gleich dann mal um die Ecke. Hier sieht man gar nichts, also wird es hier auch nicht weitergehen. Ich gucke trotzdem gerne in solche Ecken, weil es ja sein könnte, dass da vielleicht wieder so eine Statue ist. Eine kleine Statue. A Statue of Liberty. And dead. Death natürlich. Ich weiß Bescheid, aber Death hört sich so gut an. Glasscherben. Nicht mit uns. Ich versuche das wieder genauso. Sobald die zu sehen ist, laufe ich. Oh. Nee, das war sie nicht. Es ist aber so dunkel. Ach Gott, jetzt haben sie auch noch. Jetzt haben sie auch noch solche Haare. Dieses. Den Glück, dass ihr gerade nicht mein schmerzverzerrtes Gesicht sehen müsst. Ah. I see what you did there. I see what you did there. Na? Dann kommen Sie mal her, Fräulein Medusa. Deswegen keine Spiegel bei ihr.
Showdown. Schnell, 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 aufstehen, kleines. Aufstehen, kleines Spiegel. Nimm den Spiegel. Oh Gott. Nein. Ah, scheiße. Da taucht sie plötzlich auf. Da taucht sie plötzlich einfach auf. Es ist aber schon geil. Es ist schon ziemlich geil. Spiegel, nimm ihn doch. Gott. Boah. Ist das gemein, die kommt immer von der anderen Seite. Es ist kein 1:1 Dingens. Es ändert sich. Wir werden von Mal zu Mal mutiger. Schönes, schönes Sounddesign. Fuck! Krass. Sollen wir vielleicht gar nicht das, nee, ich habe mir gedacht, das geht nicht an der Stelle so. Das müssen wir anders machen. Die kommt immer von hinten und ist sofort da und hat uns auch sofort in ihrem Griff. Da können wir gar nicht anders. Wir müssen das anders lösen. Weil da haben wir jetzt gleich die Gelegenheit, seht ihr? Aber, na komm. Bis sie auftaucht und so, ne? Und dann haben wir richtig, richtig Zeit. Ich schnapp mir den. Na komm, nimm ihn bitte. Aber wir können ja auch gar nicht raus. Nee, die ist immer hinter uns. Ich habe versucht, da ganz links an den Rand zu gehen und zu schauen, ob wir da nicht irgendwie wieder rauskommen. Tun wir aber nicht. Sollen wir schauen, ob die nicht irgendwie hier... Nee, bringt da nichts, weil es ja auch kein Spiegel ist. Vielleicht nochmal so eine Lichtstelle suchen. Gibt es so eine Lichtstelle auf der anderen Seite irgendwo? Einfach mal schnell rüberlaufen. Ja, das ist es. Alles klar. So wird es also gelöst. Er kommt nicht ins Licht. Schnell nimm. Nächsten Spot suchen. Na, woher kommst du diesmal angetanzt? Wow. Ah. Wow. Gänsehaut, Mann.
Das ist schon echt geil gemacht. Oh, wohin aber jetzt? Hier. Six raucht immer so ein bisschen. Und komm. Das schaffen wir jetzt. Wow. Bitte. Sei nicht mehr da. Oh. Alter. What the fuck? Boah. Das, was ich glaube? Nee. Alter. Übrigens selbst. Ah, krass. Thank you.
Liebe Freunde, das hätte besser nicht laufen können, was die Zeit angeht. Das war das Let's Play zu Little Nightmares. Es ist halt schon wie Inside, ne? Da muss man sich Gedanken drüber machen. Und gut interpretieren oder halt auch die Geschichte dazu lesen. Die präsentieren einem das auch, wie Inside das schon gemacht hat. Nicht auf dem Silbertablett, worum es geht, aber meine Interpretation dazu ist, dass es ja Little Nightmares sind. Die kleinen Albträume. Und sich das Spiel ja mit den Ängsten der Kinder befasst oder mit Kindheitsängsten. Ist das eine ganze Welt, die sich die Fantasie eines Kindes ausmalen kann? In der Dunkelheit? Und das sind dann die Albträume sozusagen, die das Kind durchlebt hat. Und zum Schluss wird es ganz stark. Einfach so, ja. Es muss ja keine Gründe haben. Es sind ja Albträume oder Träume, die müssen keine logische Erklärung mit sich ziehen. Und sie wird stark und alles wird gut zum Ende des Traumes hin. Und sie geht ins Licht. Denn dann ist wieder Tag. Und wenn es irgendwelche anderen Erklärungsansätze gibt, mit ins Licht gehen, weil es irgendwas mit Tod oder sowas zu tun hat, ist natürlich auch möglich. Das könnte noch viel, viel tiefer sein, aber viel, viel tiefer fängt es mir gerade nicht ein, so spontan. Deswegen werde ich definitiv noch mal ein bisschen nachlesen. Ich werde auch noch mal gucken, ob es alternative Enden gibt und wenn es da irgendwelche... irgendwelche Special-Geschichten gibt, die man dazu lösen muss oder sowas, dann erkläre ich das wahrscheinlich ziemlich sicher in einem Spezialvideo, weil mich das ja auch interessiert. Da spiele ich das dann nochmal mit euch nach, so wie ich es bei Inside gemacht habe. Ich halte jetzt aber meine Klappe, lasse das Spiel mit den Credits und der Musik ausklingen und verabschiede mich und wir sehen uns wieder im nächsten Spiel, beim nächsten Let's Play oder beim laufenden Let's Play, denn Bioshock läuft ja immer noch, liebe Freunde. Und ansonsten, es war, da muss ich aber noch mal sagen, ich fand es sehr, sehr gutes Spiel, sehr gut. Es hat mich mehr mitgenommen als Inside und Inside war schon echt ein grandioses Spiel, ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Aber Inside war halt nicht so auf Horror gemacht wie jetzt das und das hat mich an diesen, an den entsprechenden Stellen wirklich gut gepackt. Und das fand ich richtig gut, das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Ohne Jumpscares ja einfach mal so Spannung aufbauen, das funktioniert genauso auch. Und die psychische Spannung, die ist oftmals größer als irgendwelche kurzen Jumpscares. So, jetzt bin ich aber wirklich raus und halte meine Klappe. Ich lasse euch mit den Schriftzeichen alleine. Viel Spaß beim Lesen und beim Zuhören, beim Hören der wunderbaren Musik. Bis dann, euer Zahle. Ciao und Servus.